Diese CDU-Plakate zur Europawahl finden Sie seit einigen Wochen überall in Deutschland im Straßenbild. Jetzt zeigt Ihnen CDU-TV exklusiv die neuen Plakate, die sogenannte zweite Welle. Gleichzeitig gibt es auch Ausschnitte zu sehen aus dem Fernsehwerbespot der CDU. Präsentieren wird das Ganze CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler. Die zweite Welle nimmt das auf, was die erste Welle eingeleitet hat, verstärkt es, führt es noch stärker auf das Ziel, nämlich die Europawahl am 7. Juni. Ich glaube, dass sie eine gute Kombination zwischen einer schönen, gelungenen werblichen Ansprache sind, das müssen Plakate auch immer leisten, dass sie aber vor allen Dingen auf den Punkt kommen. Die Themen ansprechen, um die es geht bei der Europawahl, Deutschlands Interessen in Europa, ein starkes Europa, die Themen, die jetzt in dieser schwierigen Situation, in der wir uns befinden, wichtig sind, stabile Währung, Arbeitsplätze, Wirtschaftsentwicklung, darum geht es, das ist für die Menschen wichtig, das sind die Themen, die für die CDU im Vordergrund stehen. Eine zentrale Botschaft der CDU-Kampagne ist erkennbar, der Gedanke der Gemeinschaft, die zusammenhält und genau daraus ihre Stärke bezieht. Wir waren von der Gründungsgeschichte unserer Partei eine Partei, die sich immer verstanden hat als Gemeinschaft, die zusammenführt, die nicht spaltet, sondern zusammenführt Menschen, Gruppen, die Gesellschaft, aber eben auch Staaten in der Europäischen Union. Das gehört zum Grundverständnis der CDU und das setzt diese Kampagne auch um, in Deutschland, aber eben auch in Europa. Erstmals taucht bei den neuen Plakaten auch der CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl auf. Hans-Gerd Pöttering ist ein Europäer der ersten Stunde. Er ist seit Anfang an, seit der ersten Europawahl, Mitglied des Europäischen Parlaments. Er gehört zu den profiliertesten und erfahrensten Europapolitikern. Dann lädt Klaus Schüler zu einer echten kleinen Weltpremiere. Erstmals sind in diesem Beitrag Ausschnitte vom CDU-Werbespot zur Europawahl zu sehen. Wir sind mit Europa Exportweltmeister geworden. Erzählt werden viele kleine Geschichten. Was verbindet sie? Erstmal, dass es Menschen sind, die alle etwas leisten. Nicht nur im täglichen Leben, sondern auch in diesem Spot, so wie er aufgebaut ist. Der Spot setzt den Leistungsträgern unserer Gesellschaft ein visuelles Denkmal. Dabei hat der CDU-Bundesgeschäftsführer für den Begriff Leistungsträger eine klare Definition. Das sind Menschen wie du und ich, sind Leute, die alle in ihrem täglichen Leben, ohne viel Aufhebens zu machen, eigentlich unser Land am Laufen halten. Und diese Menschen haben ein Anrecht darauf, eine Stimme, einen Anwalt in der Politik zu haben, die Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, wofür die CDU steht. Seine Premiere im deutschen Fernsehen feiert der Spot am 11. Mai in der ARD. Punkt 21.28 Uhr, kurz vor 21:30 Uhr abends. Wir in Europa.